Hallo Leute, da ist immer wieder. Phoenix Pond geht weiter. Ich werde jetzt mal die Woche alle drei Folgen gleich aufnehmen. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit für andere Sachen. Ich hoffe, das ist okay, aber anders geht's nicht. Mit EU4 mache ich es vielleicht auch so, weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen wenig Ressourcen. Zumindest was Material angeht. Jetzt können wir. Haben wir noch Personal? Passt soweit. Jetzt könnten wir ja mal noch auf Ressourcensuche gehen, würde ich sagen. Oder müssen wir mal nachfüllen? Was ist los? Ach so, weil da eins frei ist. Ja, das ist okay. Da bauen wir die Sachen. Genau. Golemus zum Bau schon nochmal. Ach, den Deceptor tun wir mal erforschen. Die Initiation machen wir mal noch nicht, würde ich sagen. Das hat sich hier irgendwie neu geordnet. Anscheinend gab es einen kleinen Patch. So, das immer unterstützend. Jo, das sieht halt nicht mehr so gut aus. Das ist ein bisschen doof. Ja, ungünstig. Wir brauchen Ressourcen. Können wir hier noch ein bisschen die Gegend erkunden, würde ich sagen. Erstmal. Oh, da wurde was angegriffen. Oh, Sicherheitsverwahrung ist fertig. Schon da gerade. Oh, hier drüben. Da kommen wir gar nicht hin. Kann ich leider nicht helfen. Leider kommen wir da nicht hin. So. Gescannt haben wir hier schon mal. Dann erkunden wir mal. Ah, das Gauss-Teil. Gauss-Maschinengewehr. Okay. Könnten wir eigentlich auch mal eins bauen, oder? Ach, ich habe kein Geld. Keine Ressourcen, kein Geld. Die sind ein bisschen ungünstig. Ja, es passt. Ich bräuchte mal irgendwie noch ein zweites Flugzeug. Das wäre schön. Tote Stadt. Eine verlassene Stadt. Ein Überbleibsel der alten Welt. Die Art von Ort, an dem Kinder aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, Arbeit gefunden haben und alt geworden sind. Ein Durchsuchen der Gebäude ist fast so, als würde man Leichenflatterei betreiben. Aber was sein muss, muss es sein. Wir können ein paar Dinge finden, die wir nutzen können. Kommen wir untersuchen den. Material, sehr schön. Das gefällt mir. Fliegen wir mal dahin. Erkunden wir da noch ein bisschen. Ach, Golem B-Rüstung ist fertig. Oh, da war meine Dingens, Kolonie. Zuflucht, so heißt das. So. Vergessene Retter. Die Mendico 1 ist auf einer verlassenen Militärbasis gelandet, die nicht in alten Karten oder Datenbanken verzeichnet ist. Offenbar wurde hier Spezialeinheiten für den Kampf gegen die Invasion ausgebildet. Gibt eine Menge Ausrüstung, die wir verwenden können. Untersucht den Ort. Es ist seltsam, hier herumzuwandeln. Wir hätten auch wir sein können oder umgekehrt. Ah, sehr gut. Noch mehr Material. Das gefällt mir. So, wir haben jetzt schon drei Stationen. Ach, so sieht die Sicherheitsverwahrung aus. Okay. Strom ist jetzt voll. Die ist eigentlich auch schon fertig. Wenn ich das richtig sehe. Krankenstation. Krankenstation haben wir. Nahrungsproduktion haben wir nicht. Bauen wir das hier? Ja, da bauen wir eine. Okay, dann passt das erstmal. Haben wir hier eine Satellitenverbindung? Nee, haben wir nicht. Dann bauen wir da erstmal die. So. Trainingseinrichtung brauchen wir nicht. Noch eine Fabrikanlage vielleicht. Ach, bauen wir schon. Krankenstation, Lager, Nahrung.
Sie fragen, ob wir noch eine Forschungsstation bräuchten. Mehr eine Idee. Muss ich hier noch was aktivieren? Nee, ne? Erstmal nicht. Das sollte erstmal reichen. Krankenstation, Nahrungsproduktion. Hier haben wir gar keine, ne? Tatsächlich. Dann würde ich vielleicht noch mal Forschung. Kann sicherlich nicht schaden. Schaut es mit der Produktion aus. Ach, die neue Racerbaum ist sehr gut. Ausrüstungstechnisch. Ja, die Scepter hätte ich schon ganz gern mal. So. So. Würde ich mal sagen. Gehen wir mal hier hin. Ah, die Bulldog. Gauss-Sturmgewehr. Schaden 40. Schauen wir doch mal hier uns das kurz an. Haben wir da schon eine? Das ist eine Schrotflinte, oder? Ich glaube schon. Ach nee, das ist meine. Ja, stimmt. So. Ah, jetzt haben wir gar kein Ding ins Gewehr mehr. Okay. Könnte noch mehr Leute gebrauchen. Was haben wir hier unten? Ich glaube, das ist so ein Tarntyp. Ja, wir haben keine Material, das ist das Problem. Ja, konnte ich leider nicht helfen. So leid es mir tut. Eine Stimme in der Wildnis. Unsere Daten haben einen verlassenen Standort des Phoenix-Projekts entdeckt. Oh, sehr schön. Was nicht mehr als eine kleine unscheinbare Hütte zu scheint, führt in Wahrheit zu einem stark befestigten unterirdischen Nuklearbunker aus den 1940er Jahren. Hier lagert das Projekt einen Großteil seiner älteren Archivmaterialien, zusätzlich zu den verschiedenen Kuriositäten, die von seiner exzentrischen ersten Administrator Randolph Samus gesammelt worden. Oh, sehr schön. Leider scheint ein großer Teil dieses Archivs durch Schimmel zerstört worden zu sein. Es sind jedoch einige sehr wertvolle Dokumente erhalten geblieben, darunter mehrere Zusammenstellungen der Protokolle der Phoenix-Arbeitsgruppe, einer der Vorgängerorganisationen des Phoenix-Projekts. Diese Berichte über Untersuchungen, die vor mehr als ein Jahrhundert durchgeführt wurden, können uns neue Erkenntnisse darüber liefern, wie unsere Arbeit heute angehen. Oh, sehr gut. Der schön viel Zeug genommen bekommen. Wunderbar. Sehr schön, dass hier eine Basis ist, nur dummerweise kommen wir nicht bis hierhin, ne? Bricht man doch irgendwie Zeug. Kann ich eigentlich das Personal umschichten? Nee. Ist ja doof. Das ist sehr doof. Oh, die sind gar nicht aktiviert. So. Mal einschalten. Das sollte man schon tun. So, Personal. Kann ich dich... Das ist ein bisschen doof, dass ich die nicht verlegen kann. Brauche ein extra Schiff wahrscheinlich. Ist natürlich doof. Sehr doof. Aber was willst du machen, ne? Ich muss immer die Phoenix-Basis Arktis finden. Die wird bestimmt hier oben irgendwo sein. Flieg mal weiter hin. Dann gucken wir mal. Energie ist ewige Freude, okay. Eric Logan Hughes ist der Anführer einer unabhängigen Fluchhut namens Art
Atzke. Er ist ein sanftmütiger, intellektueller Mann mit einem Abschluss in Städteplanung. Er, der sich der Postapokalypse eher als technisches als als moralisches Problem nähert. Es ist alles eine Frage der Vorbereitung, sagt er. Der Planung im Grunde ist nicht das Pandora-Virus selbst die Welt zerstört, wissen Sie. Zwischen Nationalisten, Autoritarismus und neoliberalen Dogmatismus hatten wir einfach nicht die Mittel, um uns als Spezies zur Wehr zu setzen. Es war eine Frage des Systemversagens. Aber wir wollen, aber wie sollen wir dann ein neues System aufbauen? Hier in Aktske? Eieiei, was für ein Wort. Verstehen wir, dass das Fundament einer funktionsfähigen Systems die Energie ist. Ohne nachhaltige und zuverlässige Energiequellen gibt es keine Zukunft. Ja. Geothermie und Wasserkraft sind natürlich ein persönlicher Favoriten, sagte Hut schmunzelnd. Aber wir müssen weiter vorausplanen. Zu dem Zweck entwickeln wir einen völlig neuen Ansatz der Energieerzeugung. Das wirklich radikal ist, doch dann stahl jemand unsere ganze Forschung. Eine unbekannte Gruppe, die sich als Mitglied von Synetron ausgab und deaktivierte unsere Verteidigung plünderte unser Labor. Wir haben es geschafft, sie zu ihrer Basis zu verfolgen, aber wir haben nicht die Ressourcen, um sie zu überfallen. Unendliche Energie, das klingt eigentlich ganz gut, ne? Könnte man machen. Aber dann mag Synetron nicht mehr so. Aber machen wir es mal trotzdem. Hervorragend, sagte Hooks. Ich bin froh, dass das Phoenix-Projekt versteht, dass es bei diesem Kampf nicht mehr geht als nur um Töten der Bösewichte. Es geht auch darum, in welche Zukunft wir investieren wollen. Sonst wiederholt sich die Geschichte einfach wieder. Jo. Okay, am Arsch der Welt. Na, danke. Das hier irgendwie ausgewirkt? Nö. Gebietsscan? Nee. Können wir mal hier runterfliegen? Oh. Kommen wir da noch hin? Wahrscheinlich nicht. Ist viel zu weit weg. Versuchen wir es mal. Boah. Das kannst du doch vergessen. Nein! Ja. Verdammt. Nicht geschafft. Schade. Sehr, sehr schade. Oh, was gibt's denn hier? Sieht wieder nach so einem Priester. Ah, okay. Priester ist eigentlich ganz nett. Ist natürlich etwas ungünstig gewesen jetzt. Das Legion Haven ist under attack. Ist schon wieder welche angegriffen? Ah. Okay. Mal gucken, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Oh Mann. Da hinten? Ja, da kommen wir leider nicht hin. Aber da sollte man da rechtzeitig hinkommen, hoffe ich mal. Das fände ich schön. Ja, sage mal. Helfen wir jetzt den Ainu oder den Synetron? Schwierig. Ich glaube, wir helfen erstmal hier. Ist näher. So. Uiuiui, 22 Angriffsstellen. Extrem. Ach du Scheiße. Okay. Das sieht nach Ärger aus. Ja. Ach, die Dinger müssen wir auch mal mitnehmen. Was haben wir noch dabei? Den Berserker. Den könnten wir mal so ein Teil mitgeben. Vielleicht kriegt man ja irgendwas gefangen. Das wäre schon cool. Der vielleicht? Das wäre die logische Wahl.
Dingenswahl, ne? Weiß schon. Was machst denn du? Virusgewehr macht Virusschaden. Ich glaube, das Virus senkt die Willenskraft, glaube ich. Wie war das? Irgendwie so. Geben das mir hier noch ein mit. So. Machen wir das mal so. Ach, ich wollte mal hier was ausprobieren. Da haben wir mich so einen Raketenrucksack geben. Das sieht jetzt geil aus. Okay. Interessant auf jeden Fall. Hab ich. Oh, ich habe gar kein schweres Geschütz dabei. Gar kein mit schweren Geschützen. Das wird interessant, auf jeden Fall. Mal kurz speichern. So. Falls wir das nicht schaffen. Dann gucken wir mal, ob das gut geht. Oder nicht. Extra Einsatz, interessant. Mal gucken. Was war das? Hat gerade was geschrien oder täusche ich mich? So, was haben wir denn hier alles? Oh nee, schon wieder so eine blöde Type. Ach du Große, ach du Scheiße. Ist Gülla schon wieder. Was kannst denn du? Monstersprung? Mindfrecker, ach nö. Ich habe natürlich keine Dinges dabei. Sprengbomben hinter Leib. Ach du Scheiße. Schleim. Ach nee, das ist ja die beschissenste Kombination, die es gibt. Zwei Windkraftpunkte. Schöne Scheiße. Wow. Ja, das bringt's ja gar nicht. Nee, das bringt nichts. Scheiße, ey. Das wird lustig. Wie viel Willenskraft habt ihr eigentlich? 30. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Das ist ja kaum möglich. Weißt du gar nicht, auf was du zuerst schießen sollst. Die Margin ist am blödesten. So, was mit dir hier? Säure. Ja, scheiß Geisteskontrolle ist ein bisschen nervig. Hier. Hallöchen. Spring mir den doch gleich mal den Kopf weg. Ach. Okay. Das kleine Köpfchen muss weg. Ach, da drüben steht einer. Preparing to fire. Macht er kaum Schaden? Moment. Channel open.
Was haben wir hier noch? Sag mal, sieht er den nicht? Muss doch eigentlich. Komisch. So, was haben wir hier noch? Wieso habe ich ihr eine Pistole gegeben? Das verstehe ich auch nicht so ganz. What's our move? Das war etwas unüberlegt. Die Schlüsseleinrichtung wollen wir nicht schießen. Ich einmal mal hier so weghau. Vielleicht treffen wir ja noch den Kopf. Oder auch nicht. What's our plan? So. So, jetzt kannst du zumindest schon mal nicht mehr den Kopfdingens machen. Das ist ja schon mal was. Jetzt hat er halt immer noch seinen Kopf, ne? Das ist natürlich ungünstig. Ja, finde ich auch. Kann man so lassen. Ich habe die ungern alle auf dem Haufen stehen, das sage ich gleich. Okay. Das ist eher schlecht. Ob ich den treffe? Ja. Ah, der schießt mehrmals, okay. Interessant. Haben wir hier Entdeckung? So. Wie viel Leben hast du noch? 50. Ah, ich hab die ungern alle auf dem Haufen stehen. So, jetzt brauchen wir nur einen Schuss. Kann ich von hier noch einmal schießen? Nee. Nee. Ach, von hier. Mal testen. Ob ich da was treffe. Wenn ich einmal hier durchschieße. Wo ist denn der Kopf? Da. Ich kann auf den Rücken schießen. Aber das geht gut. Schauen wir mal. Sehr schön. Hat funktioniert. Das hier fällt mir. Preparing to fire. Bisschen mal auf den Arm. So. Gleich nochmal. Nur kann man dabei sein. Nee. Und tot. Sehr gut. Das knabbert schön an der Willenskraft. So, kannst du mal schießen? Nee. Dann darfst du dann sterben. Was machen wir mit dir? Komm,
mal davor. So. Werfen kann er auch nichts mehr. Einmal dahin. So, das war's. Bin mal gespannt. Panik einmal, glaube ich. Oder was ist das? Ich glaube schon. Eieiei. Jetzt können wir doch Mindfuck ab. Eigentlich müsste ich den Hinterleib zerstören. Nein, da kommt scheiß Clipper. Ich hasse Clipper. Schleim. Oh nein. Ah, die schießen alle auf die Bauden jetzt. Ist ja auch okay eigentlich. Kann sie nicht alles zerstören. Ach, da unten ist noch einer, siehst du? Keine Granaten gekommen. Finde ich gut. Ja, Feind gesichtet, ist schon klar. Da hinten sind welche. Da. Das einer. Ja, ist okay. Gucken wir mal, den erwischen. Da hinten ist auch noch einer, den erwischen wir nicht. Oh, ich hoffe, das geht gut. Nein, oder? Nicht dein Ernst. So, ein Mist. Hier. Guck doch mal, was da drin ist. Jetzt nichts, was ich unbedingt mitnehmen müsste. Targeting. Rumpfpanzer. Eigentlich müsste ja das weg. Ach, das hat so viel Panzerung. Das ist viel zu viel. Kraft minus 10, ja. Was können wir denn noch machen? Der ist in Panik, sehe ich das richtig? Ja. Panik ist gut. Mal dahin. Du wolltest zurückschießen. Das weiß man zu verhindern, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Ja. Kann man nochmal schießen? Nee. Dann. Ah, Moment. Na gut, es wird nichts bringen, wenn der stirbt wahrscheinlich. Ja. Ah, shit. Ah, das war wieder Cleverness vom Feinsten, ey. Na gut. So.
keinen Schaden machen. Aber sowas von überhaupt nicht. Der ist jetzt gar nichts zu gebrauchen. Er bleibt auch da. So, was machen wir mit dir? Kann der irgendwas sehen? Wo ist denn der andere? Ach so, der war tot. Moving out. Halt, falsche Dingens. Kann er wieder auf das Teil schießen? Bewegungsreiche maximal Bluten 10. Das hat eigentlich. Was hat denn hier die wenigste HP? Das hat am meisten eigentlich diese ganzen Beine und so. Und die Arme. Schieß noch mal drauf. Hallo? Gott sei Dank, was ist jetzt los? Ach, du hast noch gar nicht geschossen. Ja, komm, Bein. Bein passt. Okay. Kann der stehen bleiben eigentlich? Zug beenden. Lauf, so kann lang nur noch kannst. Ja, ein Nebel gemacht. Ist wieder Wildkraft verloren, sehr gut. Also da brauchst du echt den Granatenwerfer für solche Dinger. Da kommt schon wieder Schleim. Finde ich nicht gefallen. Der andere kommt nicht raus. Na super. Autsch. Nicht gut. Na toll. Und der kommt nirgendwo. Scheiße. Ah, jetzt ist der gefangen bis St. Nimmerleinstag. Wow. Wieso sieht er denn nicht? Null Schaden. Ich habe eine Idee. Wir feuern hier einfach auf das Teil, geht das? Nee. Ach komm schon. Tu mir das nicht an. Schieß da einfach irgendwo hin. Geht das nicht? Da einfach hier dieses Ding schießt, müsste doch kaputt gehen. Oder auch nicht. Warte mal, Granate werfen. Das wäre noch eine Idee. Falsche Richtung. Oh Mann. Was ist das für eine Reichweite? Ganz kleine nur. Shit.
Es macht null Schaden, ja. Du musst auf jeden Fall ein Schwert mitnehmen, sonst kannst du das vergessen. Ja, er muss der Wache halten. Was anderes bringt mir hier nichts. Preparing to fire. Ich muss hier besser irgendwie rankommen zum Zielen. Receiving loud and clear. Ein schnelles Zielen. Nee, es reicht nicht. Das sieht er nichts. Das sieht er auch nichts. Bin hier vielleicht. Mal gucken. Ja. Dann aufs andere Bein schießen. Gotcha. Erstmal. Was ist das immer für eine Pause dazwischen drin? Ist ja schlimm. Nee, das machen wir anders. Dwerg kann doch fliegen. Klicken wir mal darüber. Ah, jetzt bin ich natürlich genau vom Fenster, wo ich nicht sein wollte. Kann ich den weghauen komplett? Ja. Den gern gefangen nehmen. Ich glaube, das lassen wir mal. So. Ja, passt. Was machen wir mit dir? Also Virusschaden bringt, glaube ich, gar nichts. Ja. Null. Der ist gerade ein bisschen sinnlos hier. Ihr könnt höchstens die Sachen einsammeln. Das war's dann aber auch. Na, das machst du. Nein, die Nahrung zerstören. Scheiß Mindfrecker. Die nerven. Ach, da ist schon einer, siehst du. Oh, ich glaube, da kommt Bumm. Ja. Boah. Den Sprengmeister muss ich, glaube ich, auch vernichten. Mann, Mann, Mann. So ein Scheiß. Das bringt nichts. Macht keinen Schaden. Die sind außer Gefecht gesetzt. Oh, erwischen wir das Mindfrecker-Vieh. Das wäre super. Moment. Kein Schaden. Kein Schaden.
Sowas von nicht. Oh, ich hoffe, das erwischt mir jetzt. Finde ich jetzt nicht so gut. Immerhin hat es keine Windkraftpunkte. Großartig. So. Aha, Hallöchen. Schockangriff. Nee. Trifft der den da? Ja. Kopf erwische ich auch. Schieß mal auf den Kopf. Kann er schon mal mich nicht mehr anspringen. Muss ja auch sein. Ich hätte mich nicht dahinstellen sollen, sehe ich gerade. Ich könnte nach hinten losgehen. Schauen wir mal. Ready for action. Ja, die kann ich vergessen. Covering. Let's go. Ich muss die Dinger weghauen. Eigentlich den Hinterleib. Ist mein Kopf vielleicht? Ah. Shit. I'll keep my eyes open. Channel open. Ich muss erstmal die weghauen. Mein Kopf. Schneebomben. Machen wir mal schnell das Ziel. Oh, da ist nochmal so ein Sprengteil. Könnte der eventuell nochmal drauf schießen? Wieder nicht getroffen. Sag mal. So, du kannst auch nichts machen. Müssen wir warten, bis das Schleimzeug weggeht. Falls das irgendwann mal weggeht. Haha. Oh. Du bist mir ein bisschen zu nah. Und das ist auch kacke. Der hat seine eigene getroffen, die Geister. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Ach, wie sie da einfach durchrennen. Oh oh. Nein! Verdammt. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Mal, können wir mal schnelles Ziel machen? Okay, ändert nichts. Ganz toll. Bäh.
I'm ready. Aiming. Mehr Platz. Noch mehr Platz. So kann man es auch sehen. Nein, ich muss erst die weghauen. Kopfschuss. Gott sei Dank. So. Hallöchen. Gott. Wie der überhaupt nicht treffen kann. Das bringt mir alles nix. Mal das mal so. Providing Overwatch. Oh, du siehst gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist schlecht. Ready to engage. Das können wir mal etwas genauer anvisieren. So. Ach, schon wieder nicht getroffen. Langsam nervt's. Moving. Zu weit weg. Der im Grunde auch. Oh Gott. I'll keep my eyes open. Also wirklich schießen kannst du auch nicht mehr. I got this covered. Oh. Steal on target. Gott. Scheiße. Oh, geil. Mach mal mehr Nebel. Ich glaube, mir ist gerade einer gestorben. Na, der Kopf ist deaktiviert, sehr gut. Ist eine gestorben, ne? Ja. Scheiße. Schlecht, schlecht, schlecht. Da ist der Kopf deaktiviert, okay. Da ist noch einer. No choice but to keep going. Steady. Können wir den runterschießen? Versuch's mal.
Nee, von denen. Au. Gut. Ist überhaupt noch was am Leben? Ja. So. Einmal so. All I need is a clear shot. Ein paar Beine ausschalten, das wäre ganz gut. Nur mir zwei erwischen. Nö. Eins erwischt, immerhin. Naja, gut. So geht's auch. Gleich noch ein Bein ausschalten. Offenbar nicht. Nee. Schieß mir mal auf den Kopf. So, okay. Und gleich ist der nächste tot, befürchte ich. Lol. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Da brauche ich schweres Geschütz, das geht nicht anders. Ja, ganz genau. Lad mal nach. Reloading. Hab schon zwei Tote. Das geht doch nicht. Ja, mach nur noch mehr Dampf her. Achso, geht nicht. Keine Munition mehr, schlecht. Let's go. Aiming. Das bringt gar nichts. Das bringt auch nichts. Das bringt nichts. Die Trümmer brauche ich nicht schießen. Kann mich maximal noch hier hin bewegen. Auf den Arm schießen. Granaten. Jetzt kann ich gar nicht mehr schießen. Ah, schwierig. Moving out. Das Ding runterschießen. Oh, das war der falsche. Genau den da.
Bitteschön. So, nochmal schießen, ja. All I need is a clear shot. Irgendein kaputtes Bein oder beinahe kaputt. Das da zum Beispiel. Oder das. Sehr schön, noch ein Bein deaktiviert. So, mal zu beenden. Das finde ich nicht gut. Gut, dass wir noch einen haben. Ja, super gemacht. Hat keine Willenskraft mehr, na ganz geil. So. Haben wir noch Schüsse? Nee. Zooming in. Haben wir gar nichts mehr? Nee. Der hat gar keine Zugpunkte. Okay. Arms online. Dann kann der hier mal Wache halten, falls da noch was angelatscht kommt. Der kann nichts machen. Das sehen wir nichts. Schon wieder so einen komischen Hammer. Brauchen wir nicht. Können wir mal so machen. Ich vermisse noch die Spucker. Muss da jetzt reinlaufen. Nützt nichts. Können ein bisschen Schaden machen. So, hier ist ein Witz hier. Ja, er macht den Nebel. Das war's? Okay. Mal nachladen. Ich vermisse noch die anderen. Entweder können die nicht mehr schießen oder die wollen nicht mehr. What's our move? So. Ah, ich kann nochmal schießen. Irgendwelche Beine? Ah, da war eins. Mensch. Manchmal ein bisschen verbuggt. So, zu Ben. Ich weiß, musst du noch mal schauen, was der Virus schaden verursacht. Genau. Geh weg. Extra. Kleiner. Haha, Kopf weggeschossen. Sehr gut. Hervorragend. Wo sind die anderen? Sag mal. Ist die tot oder? Warum sehe ich die nicht? M
Wir stampfen mal. Vielleicht treffen wir ja was. Nö. Offenbar nicht. Wir werfen mal eine Granate rein. Da treffen wir, was auch immer da drüben noch steht. Mhm. Ich schwer dich nur. Preparing to fire. Beine haben wir schon. Das Bein ist auch schon im Eimer. Einen Arm könnte man noch treffen. Und mich schießt mir der Schrotzer drauf. Ja. Das klingt nach einem Plan. Könnte man eine Granate werfen? I know how to do this. So. Können wir mal hier zur Sicherheit. Falls hier wieder was angelatscht kommt. Ach, da drüben ist noch einer. Ich sehe nix. Aber lieber da. Na? Der Rest wird verbluten. Das können sie gerne tun. Ah, der ist in Panik. Sehr gut. Wir haben eine Granate hier rein. Da ist irgendwas. Ah, habe ich gerade den Nebel weggesprengt? Tatsächlich. Okay. Geben noch das andere Bein. Gleich nochmal. Das war der falsche. Das blendet aber. Oh, töte ich die so? Ja dann. Weg damit. Femke allein, ich hätte versuchen können, die zu betäuben. Irgendwie. So, hier hinten. Ich frage mal, wo die anderen sind. Ich vermisse da noch ein bisschen was. Fällt mir gerade so auf. On my way. So, du musst mal was mitnehmen hier. Die guten Gewehre. Und die Medipacks. Hätte ich auch gern noch. Halt. Ich. Das brauchen wir auch noch. Brauche ich die Pistole unbedingt? Ja, komm. Packen wir auch noch einen. Sicher ist sicher. So. Hast du noch Platz? Ja, hast jede Menge Platz. Alles mitnehmen.
Und zwei Tode, sehr ärgerlich. Ich frage mich, wo der Rest ist. Halt, Moment. Kurz noch was nachschauen. Hast du noch Platz? Ja, hast du noch. So, da hinten ist einer. Wir laufen mal dahinter zu der Kiste. Worum bist du rumgelaufen? So, wer hat noch so ein Ding? Habe ich hier was vergessen? Nö. Hä? I see you. Reposition. Ah, es ist kompliziert. Würde mich interessieren, wenn dein Nebel weggeht. Es wäre schon schön. Ach, du hast den. Moving fast. Also den Nebel fangen können. Für den Anfang. Ah, es wird der Tod sein. Obwohl. I'm ready. Ja. Right there. Oh, ich glaube, der war tot. Shit. Oh Gott, war das hart, ey. Zwei Leute verloren. Zwei gute Leute. Oh Mann. Das war nicht schön. Und das war eine lange Folge. Dann sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder schön verteidigen müssen. Oh, wir haben keine mehr. So geht das nicht? Keine Ahnung. Achso, wir sind in der Warteschlange. Okay. Ja, das lief nicht gut. Das war nicht gut. Und sie wirklich gebracht hat, ist auch nichts. Scheiße. Okay, das war's dann bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.